Ja, moin moin hier. Wir sind noch schön im Hotelzimmer am zweiten Tag des Simracing Expo und gestern Abend gab es zugegebenermaßen etwas viel Apfelsaft. Deswegen geht es uns heute noch nicht ganz so gut. Zum einen ist Dennis hier und ich, der Flo. Wir haben gestern schon so einen vollgepackten Tag gehabt, dass wir überhaupt nicht mehr wollten. Eigentlich jeden Tag ein Video machen. Aber haben das mal kurzerhand gecancelt und machen jetzt ein großes Video, in dem wir alles so ein bisschen zusammenstückeln, wie uns das am besten gefällt. Ja, Eindrücke von gestern sind dementsprechend auch recht viele. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ja, es gab relativ viele auf der Messe zu sehen. Das neue Fanatec Wheel, Project Cars 2, viele, viele verschiedene Motion Simulatoren. Ein Simulator in einem Porsche drin, dann noch so ein Karussell, nenne ich es einfach mal. Achterbahn trifft es eher. Ja, Achterbahn trifft es eher. Das ist so ein Ding, das ist ganz hoch gefahren und dann war man mit einem Triple Screen drin. Hat auch ziemlich Spaß gemacht. Ich denke, ja, alles dort hat mehr oder weniger Spaß gemacht. Das ist halt jetzt immer die Kosten-Nutzen-Rechnung, weil das dann doch alles sehr teuer wird, wenn man es dann haben will. Was man meistens will, wenn man wieder aussteigt. Das ist sowieso schon mal vorab eins der größten Fazits. Also Low Budget ist eigentlich gar nicht zu finden. Es geht eigentlich so mehr in die Richtung, okay, du solltest jetzt mal gute 10.000 Euro auf der hohen Kante haben. Sowohl was die Lenkräder betrifft, eigentlich war an jedem Stand nur noch Direct Drive zu finden. Mit Ausnahme vom Fanatec-Stand, die natürlich ihr normales Programm auch noch durchziehen. Ist ja auch nicht für jeden immer gleich das günstigste. Also wir sind da in einem Qualitäts- und einem Preislevel angekommen, das schon ziemlich hoch ist. Dennoch sind die, oder das, was man dann halt dort erfährt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist dementsprechend auch in einer sehr, sehr hohen Qualität. Ja. Eigentlich das Einzige, was ich gestern etwas belächelt habe, war die eben angesprochene Achterbahn, die zwar vielleicht Gehkräfte sehr gut darstellt, aber die einen in Neigung reinbringt. A, neigt sich ein GT-Auto nun mal nicht so nach oben bei einem Start. B, hängt man im Karussell, was ja so links rum geht, natürlich nicht nach rechts, sicherlich treiben einen die G-Kräfte darüber, aber in seinem Sitz neigt man ja doch mit dem Auto mit, der ist ja Gott sei Dank eng. Ja, also es ist nicht alles immer sinnvoll, aber trotzdem so viele geile Sachen gestern dabei gewesen. Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall der Kombinationsstand von Porsche und Assetto Corsa.
wo ein kompletter 911 Cup Porsche stand. Und die Besonderheit an dem Auto war jetzt nicht mal, dass man dort ein bisschen eine Runde Assetto auf den Nürburgring fahren konnte, das können wir zu Hause auch. Aber die hatten die originale Hydraulikbremse aus dem Cup Porsche eingebaut und man musste sich wirklich mit dem vollen Körpergewicht einfach nur in die Bremse stemmen, ansonsten wäre das Auto einfach geradeaus weitergefahren. Habe ich den ganzen Abend noch im Oberschenkel gemerkt, das war einfach der höllische Wahnsinn und da konnte selbst dagegen können selbst Heusingfels und sonst was einpacken, aber ist wahrscheinlich für uns alle unbezahlbar und bleibt vorerst ein Traum, vielleicht in 5 Jahren auf der Expo zu finden dann. Ja. Mein Highlight persönlich ist der Tremotion von Tracktime. Das ist quasi ein ganz kleiner Motion Rig mit 3 Doffs und mit einer Virtual Reality Brille auf und dann ab auf Zandvoort gesetzt. Schön GT3 Auto. Und mal ordentlich durchschütteln lassen. Und mal ordentlich durchschütteln lassen, genau. Und dann halt ja, relativ zügig gefahren. Dort ist diese Immersion ist super, wenn man nicht sieht, in welche Richtung sich alles neigt und die Bodenwellen werden super rübergebracht, auch die Steigungen werden meines Erachtens nachvollziehbar rübergebracht, wobei sie auch selber gesagt haben, dass es gerade noch ein bisschen übertrieben eingestellt war. Wobei ich sagen muss, im Gegensatz zu manch anderen fand ich eigentlich gerade gut, dass es nicht zu übertrieben war. Also wie gesagt, gerade auf dieser Achterbahn sind halt Bewegungen da, sicherlich sind die Kräfte sehr ähnlich, aber ja, ein Auto neigt sich nun mal nicht so, erst recht kein GT-Fahrzeug mit einem bockenharten Fahrwerk. Und insofern sicherlich auch beim Free Motion ein bisschen zu viel Neigung noch drin, aber definitiv schon eher die Richtung und nicht so übertrieben. Ja. Auch in dem Cup Porsche war nur der Fahrersitz als Motion-Sitz integriert. Fand ich persönlich auch sehr gut umgesetzt. Leider wusste der Instruktor, der da mit drin saß, nicht großartig über die Technik Bescheid, die jetzt in dem Auto verbaut war. Dementsprechend keine Ahnung, was da drin war. Eine D-Box ist drin. Ich habe mit dem anderen Techniker gesprochen. Es ist eine D-Box drin mit 4 Stempeln und halt pro Sitz 4. Ansonsten gerade Fanatec DD Wheel natürlich das Thema wahrscheinlich gewesen. Ja, auch der Brennpunkt auf der Messe, da hat sich das meiste getummelt. Ja. Fazit ist halt leider nicht so richtig möglich oder nur bedingt. Die Base hat sich super angefühlt an sich, hatte richtig ordentlich Bums. Gut, das haben jetzt andere DD Wheels auch gehabt, dementsprechend kann ich da gar nicht wirklich was zu sagen. Was das Ganze halt so ein bisschen verwischt hat, war einfach Project Cars 2, weil das kennt noch keiner, bis auf die wenigen, die es vorab getestet haben. Und man konnte keinen Vergleich ziehen dadurch. Ja, für mich war es sogar so, ich bin danach nochmal Project Cars 2 mit einer V2 Base gefahren. Das hat sich für mich persönlich sogar besser angefühlt. Ich nehme mal an, ganz einfach, weil da schon entsprechende Treiber dafür da sind. Und ja, Project Cars 2 kann noch keiner beurteilen und dementsprechend kann man auch über das Lenkrad nicht so richtig oder über die Base so richtig Rückschlüsse ziehen. Dazu kommt dann noch im Project Cars selbst der Regen, was auch sowas ist, wo nicht jeder groß mit umgehen kann. Was nochmal weniger Feedback irgendwie, man rutscht ja nochmal weniger Feedback irgendwie mit sich bringt, ja, und deswegen sind so die Rückschlüsse irgendwie nicht richtig zu ziehen. Und das war auch so, wir waren gestern Abend noch auf einer Veranstaltung von Virtual Racing. Das war auch so der allgemeine O-Ton von allen Besuchern, dass ihnen das an sich schon ganz gut gefallen hat, aber dass man keine wirkliche Wertung darüber ausgeben kann, weil Project Cars 2 das so ein bisschen überspielt hat. Ja, genau. Dann mache ich gleich weiter, und zwar mit Project Cars 2. Ich bin mit dem Spiel nicht warm geworden. Keine Simulation. Ich bin mit dem Spiel nicht warm geworden. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt einfach schlecht eingestellte Rigs waren, ob jetzt die Bremsen schlecht eingestellt waren oder ob jetzt ich hatte ein komplettes Todgefühl um die Mitte. Also jeder, der ausgestiegen ist, hat gestern Abend gesagt, das hat sich angefühlt, als würde das Auto über der Strecke schweben. Ja, das hat jeder gesagt. Ja. Jeder hat diesen Satz gesagt. Und für mich persönlich, was ich
absolut nicht toll fand, an dem Direct Drive stand, ist man einen 911 GT3R gefahren, Auto, das ABS hat. ABS war auch aktiviert, man hat das auch gesehen in der Anzeige unten rechts. Dennoch hat man auf die Bremse gedrückt und man konnte nicht mehr lenken. Das Auto ist nur noch geradeaus gefahren oder gerutscht und hat fürchterliche Reifengeräusche gemacht, die ich noch nie so von einem Slick- oder auch Regenreifen so richtig wahrgenommen habe. Was da jetzt für Reifen drauf waren, keine Ahnung. Das ist immer das Problem bei diesen drei Rundenrennen, ja, die im Regen anfangen und auf einmal trocken, ja, werden und Hauptsache es sieht schön aus. Also es sah wunderschön aus, das muss, ja, man definitiv, ja, sagen, sowohl das Regenrennen als auch der Wechsel dann zur Sonne, beziehungsweise es gab noch einen Stand mit der Nordschleife, wo man vom Tag in die Nacht gefahren ist. Es sah wirklich Hammer aus und wenn man all die Autos sieht, den M6 GT3, den wir schon so lange nachlechzen, den endlich mal auf der Strecke sieht, das ist schon alles geil. Aber wie gesagt, rein das Fahrgefühl war gestern Abend so ein bisschen die Enttäuschung wahrscheinlich. Ja. Wie wir es handeln werden, wir haben uns eigentlich vorher schon basierend auf Project Cars 1 vorgenommen. Wir warten erstmal 4 Wochen nach Release ab, was alle so sagen. Daran kann man gegebenenfalls immer noch kaufen, ja. Also wir möchten das jetzt nicht vorab zerstückeln in alle Fetzen, ja. Aber wer Project Cars 1 damals zu Release gekauft hat, der kennt vielleicht diese Einstellung so ein bisschen und teilt die vielleicht auch. Ja. Spiel- oder Simulationsprinzip, was man dazu auch immer gern sagen möchte, ist natürlich an sich top. Da träumen ja alle so ein bisschen von. Es droht halt so ein bisschen wieder an der Umsetzung zu scheitern. Ja. Dann das größte Highlight gestern, mal neben dem VR-Treffen im Bitburger Gasthaus. Wir haben Stefano und Marco von Kunas getroffen und haben uns mit denen eine Dreiviertelstunde unterhalten. Und halt auch, also A, natürlich viel über die Simulation, aber auch über viele andere Simulationen, auch Spiele. Und wir waren danach hellauf begeistert, gerade über Marco zerreißt man sich im Internet ja immer gern so ein bisschen, wie er denn eingestellt wäre. Ich habe dort gestern Abend, oder wir haben zwei super coole Typen kennengelernt, wir haben über private Sachen noch mit denen gequatscht und so. So herzliche Menschen beide und total auf dem Teppich geblieben. Ja, und auch offen für konstruktiven Input. Ja, ja. Das war nicht so, dass sie dann völlig zugemacht haben, als man dann, ja, mal über Forza Motorsport 7 gesprochen hat. Nein, die kamen ja sogar zu uns hin und meinten, ja, ladet doch mal Forza 7 Demo, kommt am Dienstag raus, ja, probiert es mal aus, ja, schreibt uns dann was drüber, wie es ist, wie ihr es, ja, findet. Ja. Ja. Und sie haben auch zum Beispiel gerade Forza Motorsport allein aufgrund der Grafik wirklich in den Himmel gelobt. Ja, es ist nur kein direkter Konkurrent zu Assetto, auf der Konsole vielleicht schon ein wenig, aber die haben das so in den Himmel gelobt. Also sie sagen halt auch, ja, die haben halt auch 450 Mitarbeiter. Wir haben so, wenn wir uns mal ein paar noch dazu kaufen, 40. So an die 40. Und teilweise Personen alleine für Strecken oder für Codes oder für Reifenmodelle allein zuständig. Das ist schon der Wahnsinn, was sie packen. Und gerade in Kombination mit der Nettigkeit von den beiden ist man halt echt so, take my money. Ja, das ist, man gönnt denen halt auch einfach und das, man möchte gar nicht mehr bei 6, 7 Euro für ein DLC irgendwie meckern, weil, nee, man den beiden einfach gönnt, dass sie weitermachen können. Ja, und ein paar Infos haben sie auch noch so beiläufig übergeben. Info 1 ist, der M6 GT3, auf den wir alle warten, wird nicht mehr kommen. Begründung ist, man arbeitet schon an einem anderen Projekt. Genau, es wird jetzt so sein, wir bekommen am Dienstag, also wahrscheinlich heute, wenn das Video live ist. Really, nigga? Da bekommen wir das Ferrari DLC und danach wird es noch ein DLC geben für umsonst mit Mazda Laguna Seca und unter anderem dem Alfa Giulia. Und danach ist, ich zitiere, Assetto Corsa One für sie abgeschlossen. Ja. Und ich habe gesagt, na, wenn das abgeschlossen ist, was kommt denn dann? Und er meinte halt nur, naja, ein anderes Projekt. Wir glauben mal einfach nicht, dass Konos einen Landwirtschaftssimulator auf den Markt bringen wird.
wir glauben auch, oder wir haben auch gestern in dem Gespräch gesagt, Assetto Corsa ist so langsam abgeschlossen. Es sind noch so kleine Features wie ein Pit Limiter, auch darüber haben wir uns unterhalten, die jetzt vielleicht noch nicht in Assetto sind, aber grundsätzlich ist das Spiel jetzt doch schon, oder die Simulation, einige Jahre auf dem Markt und man kann wirklich sagen, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, lass mal was Neues starten, ja. Weil ich glaube, so viele große Dinge kann man auch gar nicht mehr ändern. Das ist ein festgeschriebener Code. Auch der Pit Limiter war so eine Geschichte. Das haut nicht mehr in den Code rein, den man vor 5, 6 Jahren mal geschrieben hat. Das lässt sich jetzt einfach nicht mehr ändern. Würde einen gewaltigen Rattenschwanz mit sich ziehen. Und deswegen wird man auf solche Geschichten einfach jetzt nicht mehr eingehen, ja, weil es auch keinen Sinn mehr macht. Ja. Auch in Sachen Umsatz. Wahrscheinlich, was man, denke ich, auch nachvollziehen kann. Ja, ansonsten, es ist jetzt schon ganz schön spät. Wir sollten jetzt mal wieder auf die Messe gehen, um heute auch noch ein paar Eindrücke zu bekommen und nicht den ganzen Tag hier im Zimmer abschimmeln. So, wieder zu Hause im heimischen Rig, im gewohnten Rig. Fühlt sich zugegebenermaßen stellenweise etwas, tja, wie soll ich sagen, minderwertig an. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, dem es heute so geht. Es war ja einfach massig an hochqualitativen Zeug auf der Messe zu finden. Ich möchte jetzt noch ein kleines Fazit zur ganzen Messe ziehen, vielleicht noch ein paar kleinere Eindrücke vom zweiten Tag. Mein positivstes Erlebnis am zweiten Tag war eigentlich am Heusing-Weltstand. Ich bin zwar die Pedale auch am Samstag schon den ganzen Tag gefahren, aber dort hat sich meine Meinung dann irgendwie erst so richtig gebildet. Was mich fasziniert hat, war nicht wirklich der Shifter, der war zwar auch sehr cool, aber auch ein bisschen hakelig, aber der ist halt erstmal in der Beta-Phase. Aber die Pedale haben es mir echt tierisch angetan, so im Laufe der zwei Tage, und das ist wirklich was, wo ich eher in ferner Zukunft, glaube ich mal, das Portemonnaie zücken muss. Das hat mir schon richtig gut gefallen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin auch mit meinen Fanatec-Pedalen sehr glücklich. Ist jetzt erstmal kein dringender Änderungsbedarf da. Insofern hat das Ganze ein bisschen Zeit. Ja, allgemeines Messefazit. Es war einfach der Oberhammer. Alles, was man fahren konnte, war der Hammer. Softwareseitig wie hardwareseitig. Gut, über Project Cast 2 haben wir schon gesprochen. Wir schauen mal. Also, wie gesagt, es ist nicht so, dass... Ich glaube, wir haben wirklich alle Lust auf diese Simulation. Und damit meine ich nicht nur unser Team, sondern auch alle da draußen. Beim ersten Teil ist es auch schon leider an der Umsetzung gescheitert. Wir hoffen nicht, dass es beim zweiten Teil auch so ist. Ja, abwarten. Ansonsten wirklich alles Hammer. Was ich persönlich etwas
merkwürdig fand, dadurch, dass ja die Rennen auf der Expo alle bei iRacing ausgetragen wurden. Ich glaube, es gab nur einen Stand, an dem man iRacing fahren konnte, der war dummerweise auch die ganze Zeit ausgebucht. Ich hätte wirklich gern mal meine Hände dort am Lenkrad gehabt, weil iRacing was ist, womit wir uns so im Winter zur Weihnachtszeit auch ein bisschen mehr mit beschäftigen wollen. Tja, insofern ein bisschen schade eigentlich. Und ich weiß auch nicht warum. Kann natürlich auch Lizenzgründe haben, dass iRacing entsprechendes Geld dafür haben möchte, dass die an so einem Stand vertreten sind, und das möchte vielleicht keiner bezahlen. Weiß man nicht, kann man drüber spekulieren. Ansonsten, R-Faktor hat mich auch sehr überzeugt. Einziger Nachteil, den ich dort gesehen habe, das Geschwindigkeitsgefühl hat mir irgendwie so gar nicht zugesagt. Alles andere war super geil, aber das wollte irgendwie nicht. Ich bin 180 gefahren, es hat sich angefühlt wie 30. Weiß ich nicht, ob es am Triple Screen lag oder am Field of View oder ob es tatsächlich einfach so ist. Ansonsten, auch das war es, wo ich sage, okay, das kann man sich durchaus mal gönnen. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, und das ist ein riesiges Lob an die komplette Community oder fast alle Besucher, die da waren. Das ist ein Zusammenhalt beziehungsweise auch eine Offenheit gegenüber den anderen Fahrern beziehungsweise Menschen. Es waren nicht nur viele Fahrer, die wir jetzt von unseren Rennen aus von Virtual Racing kannten, sondern es waren auch zum Teil unbekannte Leute, Leute aus anderen Teams, Leute von iRacing Teams, die im Wettbewerb bei der GT500 mitgefahren sind. Man hat sich irgendwie so aus Anstand öfter mal einfach Hallo gesagt, weil man irgendwo mal voneinander gelesen hat, wahrscheinlich im Netz. Es sind sehr, sehr viele Gespräche auf der Messe entstanden. Ich habe sehr lange, wenn auch am Bierstand, mit Simracing Girl gequatscht. Auch solche Leute, klar ist sie jetzt noch nicht die gigantische YouTuberin, aber man nimmt sich völlig normal. Sie hat sogar mir Hallo gesagt und mich entdeckt und nicht mal umgekehrt. Und das, obwohl ich eigentlich nichts weiter mache, als hier und da mal eins ihrer Videos oder auf Facebook zu kommentieren. Das fand ich einfach super geil. Also ich bin ja immer jemand, der nicht so auf den ganzen Hate Lust hat, so iRacing ist besser, Assetto ist besser. Ich denke, wir sind eine kleine Nische in der Gaming-Branche oder auch in der Rennbranche mittlerweile. Und deswegen finde ich diesen Zusammenhalt echt sehr schön. Wir brauchen da nicht gegenseitig uns die Köpfe einhauen, weil wir sind nicht viele. Und das hat dort wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das war ein Klima auf der Messe, das wir niemals ändern dürfen. Das war Hammer. Und genauso ging das natürlich auch bei unserem Essen mit Virtual Racing abends weiter. Aber war es cool, die ganzen Fahrer zu treffen, gegen die wir mal fahren oder mit denen wir fahren. Auch von den anderen Sims viele Menschen getroffen. Und da wird so einiger Kontakt, glaube ich, stärker in Zukunft weitergehen. Ja, tolle Veranstaltung. So wachsen einem Menschen wirklich recht zügig auch ans Herz. Es müsste viel mehr Möglichkeiten geben, wo man sowas machen kann. Ja. An sich muss ich sagen, wir waren jetzt gute anderthalb Tage auf der Messe und wir hätten keine Stunde weniger dort sein können. Really, nigga? Es war immer was zu tun, immer was zu besprechen oder zu gucken. Wir sind riesige GT-Fans und die Blancpain ist da eine der Serien, die wir über alles lieben. Ich glaube, wir haben insgesamt eine halbe Stunde von der Blancpain gekauft. Dafür haben wir uns ein Wochenendticket gekauft, weil die Messe uns so sehr ausgefüllt hat. Ja? Also nur ein Tag hätte sich gar nicht gelohnt und das bei vielleicht nicht mal 20 Ständen. Ja? Und auch das aufgrund der vielen Gespräche, auch mit den Herstellern, mit den Leuten am Stand, die genauso angestanden haben und so. Wahnsinn. Also ich war noch nie auf einer Messe und ich bin auf sehr vielen Messen berufsbedingt unterwegs, die mich da so umgehauen hat.
Negatives, auch da habe ich was zu verzeichnen. Und zwar komme ich, philosophiere ich da vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber mir hat eins gefehlt und das war so, ich nenne es mal Standard-Equipment. Sprich Logitech, Lenkräder, Thrustmaster habe ich, glaube ich, nur an dem Stand von Codemasters gefunden. Weswegen ich dem auch ein riesengroßes Lob ausspreche, weil es wird Equipment ausgestellt. Wir wissen das alle, was teilweise mehrere tausend Euro kostet. Das kann sich auch ein arbeitender Mensch nicht jederzeit leisten, sondern da muss man teilweise auch ein bisschen für sparen. Aber das sind wir. So, wenn ich zurückdenke, ich habe damals als 5-jähriger Stift Grand Prix 2 bei meinem Dad auf dem Rechner gespielt. Und ich habe am Wochenende relativ viele Väter mit Kindern auf der Messe gesehen, die angestanden haben, um dann hören zu müssen, dass das Kind nicht fahren darf. Und das fand ich höllisch bescheuert. Natürlich dürfen die Kinder da nicht fahren, weil Verletzungsgefahr und zu wenig Kraft leuchtet mir vollkommen ein. Aber so vergraulen wir vielleicht den einen oder anderen, der irgendwann mal so alt ist wie wir, und vermasseln dem das Interesse an dem Ganzen vielleicht so ein bisschen. Dementsprechend, ja, teures, gutes Equipment, alles gut und schön, aber nicht vergessen, da könnte vielleicht ein bisschen Nachwuchs da sein, beziehungsweise es soll ja tatsächlich Fahrer gegeben haben, die auch schon mit im Logitech G25 Meister geworden sind, auch solche gibt es ja natürlich. Das fand ich, ja, irgendwie einfach ein bisschen schade. Es geht nur um das hochpreisige Zeug, wovon wir alle träumen. Und womit wir uns auch nach und nach immer ausstatten, aber ein bisschen auf dem Teppich bleiben wäre vielleicht ganz angebracht. Ansonsten überhaupt nichts zu meckern, eins der geilsten Wochenenden des Jahres für mich und ich mache wirklich viel auch in Sachen Musik und Festivals und bin zu vielen Rennveranstaltungen, also richtigen. Und das war wirklich eins der Highlights des Jahres und das werde ich so schnell nicht vergessen und ich werde definitiv zu jeder weiteren Sim-Expo auch fahren. Ja, das war's. Natürlich könnt ihr Fragen stellen, ich versuche die rechtzeitig zu beantworten. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, wir haben das jetzt das zweite Mal so ein bisschen gemacht. Ich weiß, wir sind da auch ziemlich unprofessionell, was das angeht. Ich filme die ganze Zeit hier mit meinem iPhone rum und bin vielleicht auch verbal noch nicht der Sicherste, was sowas angeht. Dennoch haben wir, glaube ich, Lust, ein bisschen mehr in so eine Richtung zu machen, vielleicht auch ein paar mehr Fahrvideos. Schreibt einfach mal drunter, A, was kann man natürlich besser machen, B, was wolltet ihr denn gerne so sehen, ja. Wir haben da Lust. Ich habe leider nicht immer unbedingt die Zeit dafür, weil wenn ich mal Zeit habe, dann muss ich meistens hier auch schon wieder trainieren. Aber ich würde das schon ganz gerne immer mal so ein bisschen irgendwo mit einschieben. Es gibt auch genug Leute, die das schon machen, das weiß ich auch. Ich möchte denen auch kein Konkurrenzprodukt irgendwie entgegenwerfen. Im Gegenteil, ich finde die alle sehr toll. Ich schaue denen ihre Videos sehr gern. Dennoch, wir möchten da auch ein bisschen mehr machen, vielleicht auch um ein bisschen bekannter noch zu werden, wobei ich sagen muss, am Wochenende kannten uns wirklich erstaunlich viele Menschen, wo wir nie mit gerechnet haben. Ja, schreibt einfach mal drunter, würde mich interessieren. Ihr könnt auch sagen, das ist total scheiße, macht das nie wieder. Dann lassen wir es. Auch damit habe ich kein Problem, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja, das war unser Video zur Sim Racing Expo. Wie gesagt, vielleicht sieht man sich bald wieder. Ja, bis denne. Ciao.